Seat setzt sich innerhalb des Volkswagen-Konzerns immer mehr in Szene. Mit der Studie Vision 2020 hat die Marke bereits gezeigt, wie ein Seat-SUV aussehen könnte. Hier in Frankfurt auf dem Messestand gibt es jedoch noch weitere Neuheiten zu bestaunen. Nach seiner gesamten Kleinwagenbaureihe Ibiza hat Seat nun auch dessen besonders sportliche Variante Seat Ibiza Cupra überarbeitet. Für hohe Performance haben die Spanier ihrem kleinen Sportler den neuen 1,8 Liter Turbobenziner TSI spendiert, setzen also im Vergleich zum vorherigen 1,4 TSI jetzt auf mehr Hubraum. Ergebnis? Eine Leistungssteigerung von 180 auf immerhin 192 PS und imposante Fahrleistung für den kleinen Spanier. In nur 6,7 Sekunden sprintet der Seat Ibiza Cupra aus dem Stand auf 100 Stundenkilometer. Und erst bei 235 km/h ist Schluss mit dem Vortrieb. Bei der Kraftübertragung ist Seat jetzt umgeschwenkt vom Doppelkupplungsgetriebe auf eine 6-Gang-Handschaltung. Bereits seit 1996 stellen die Cupra-Modelle die sportliche Speerspitze der jeweiligen Seat-Baureihe dar. Diese Tradition führt der brandneue Ibiza Cupra nicht nur mit mehr Leistung, sondern vor allem mit mehr Schubkraft fort. Von 250 auf 320 Newtonmeter ist das Drehmoment erheblich gestiegen. Das sollte für guten Durchzug und viel Kraft auch aus dem Drehzahlkeller heraus sorgen. Außerdem tragen zur Sportlichkeit bei die elektronische Differentialsperre XDS, Hochleistungsbremsen und eine verstellbare Dämpfung. Der Sportcross vereinigt eigentlich mehrere Welten. Einmal zeigt er, dass der Leon, der Seat Leon, ist das Erfolgsmodell von Seat, hat die Marke in den letzten 2 Jahren weit nach vorne gebracht. Wir möchten eben zeigen, wie man einen Schritt A in die Allradwelt geht, aber eben auch Performance. Die Cupra-Serie im Leon ist natürlich auch ein starkes Erfolgsmodell mit 280 PS, 265 PS. Das Auto hat 300 PS und Allradgetriebe. Also man sieht, hier hat man ein starkes Konzept, wo wir auf der einen Seite Sportlichkeit, aber eben auch Allrad und auch so ein bisschen den Blick in die Zukunft, SUV. Das ist natürlich ein Thema, was uns demnächst sehr stark beschäftigen wird. Rein äußerlich hat Seat an seinem kleinen Spitzensportler nur wenig verändert, denn das prägnante Design des rassigen Spaniers hatte keine Grundrenovierung nötig. Allerdings hat LED-Beleuchtung rundum Einzug gehalten. Viel hat sich dagegen im Innenraum geändert. Der wurde deutlich aufgewertet. Unter anderem sind Lenkrad, Infotainment-Systeme und das Instrumentenpanel neu. Konnektivität ist allgemein derzeit ein wichtiges Stichwort, so auch beim facegelifteten Ibiza Cupra. Für reibungslose Verbindung zwischen PKW und Smartphone sorgen jetzt das System Fullink sowie eine sogenannte Connect-App. Über alle Modellreihen hinweg bietet Seat nun seine Connect-Sondermodelle mit besonderer Vernetzung an. Mit den aktuellen Modellneuheiten ist die Marke Seat für die nahe Zukunft sicherlich sehr gut gewappnet. Dennoch muss das Unternehmen sein eigenes Profil innerhalb des Volkswagen-Konzerns weiter schärfen. Die aktuell hier gezeigten Modelle zum Thema Crossover oder SUV sind dennoch sehr vielversprechend.